Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Charles. Ach, sie steht da in der Ecke. So. Dort. Dort. Also, wir haben das untersucht. Kommen so nicht weiter. Schmuckkästchen haben wir uns auch gemobst. Und das soll Adrian aufmachen. Adrian. Ah, da ist er ja. Huch. Ah, da hat was Neues an. Oh, wie geht es dir? Nein, eigentlich nicht. Was ist denn passiert? Exorzismus. Ich bin während des Exorzismus plötzlich bewusstlos geworden. Ganz plötzlich. Ja. Hat es denn funktioniert? Ist Mordred weg? Nein. Was ist mit meinen Augen? Sind sie immer noch schwarz? Mhm. Moment. Also, das war so. Es gab ein paar Komplikationen. Ah, dann hat es nicht funktioniert. Nein. Leider nicht. Mordred scheint sich allein mit Gebeten nicht austreiben zu lassen. Ja. Seltsam. Dabei klappt das im Film doch immer. Der Priester stirbt ihn immer, im Film immer. Die Bibel. Ja. Deine Augen sind wieder normal. Ah. Zumindest im Moment. Ich befürchte aber, dass das nicht lange so bleiben wird. Tja. Ich habe es geahnt. Wieso bin ich im Schloss? Ich dachte, ich wäre hier nicht sicher. Das stimmt, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Edward hat mir geholfen, dich herzubringen. Also. Edward? Mhm. Und wo ist Vater Frederick? Tja. Er ist noch in der Kirche. Ja. Wir gehen später wieder zu ihm. Ja. Vater Frederick ist ausgestiegen. Was? Mordreds Macht war zu viel für ihn. Das war sehr schlecht. Wir müssen uns beeilen, wenn wir dich noch retten wollen. Moment. Worauf warten wir dann noch? Ich fühle mich fast gut. Auf jeden Fall bereit für den Endspurt. Ah, das ist schon mal schön. Können wir als Adrian wieder spielen? Ich habe noch eine andere Idee, wie wir Mordred loswerden können. Dazu müssen wir aber zum Black Mirror, dorthin, wo der Fluch begann. Wo alles begann. Genau das hat Victoria zu mir gesagt. Klassiker. Kurz bevor sie starb. Ich soll dorthin, wo alles begann. Nur habe ich keine Ahnung, wo das ist und wie ich dorthin komme. Tja. Ich habe etwas Interessantes in der Bibliothek entdeckt. Ich denke, es ist eine Art Geheimtür zu den Katakomben. Eine Geheimtür in der Bibliothek? Soll ich raten? Sie ist fest verschlossen und du hast keine Ahnung, wie man sie öffnet. Stimmt. Ich habe gehofft, du könntest mir helfen. Tja. Wieso nicht? Ich habe ja sonst nichts vor. Wieder weiß ich. Guck mal oben. Ja, da kann man wechseln. Jetzt sind wir Adrian. Adrian hat ganz viel Müll, weiß ich. Ja, total. Obwohl, es geht noch. Wir hatten mal mehr. Guck, so kurz ist die Liste. Aber, Victorias Schmuckkästchen. Ja, das musst du ihm geben. Ja, stimmt, genau. Das kriegt Adrian. So. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man das aufbekommt? Ich meine das Geheimfach auf der Unterseite. Scheint ein sehr komplizierter Mechanismus zu sein. Ich bin Physikstudent. Mhm. Lass mich mal sehen. Nein, oder? Unfassbar. Frauen, Ruhegewalt. Ja. Männer, würde ich doch so sagen. Natürlich so. Auch. Okay. Das ist der Schlüssel. Schmuckkästchen. Hervorragend. Er ist mit 4 Edelsteinen, wahrscheinlich Rubinen, verziert. Es gibt noch eine 5. Fassung, aber dort scheint der Stein zu fehlen. Oh, na gut, aber wir gehen erstmal gucken. Wir gehen erstmal gucken, ob das überhaupt passt. Ne? Würde ich behaupten, aber da fehlt ein Stein, sagt sie. Ja. Ist das schlimm? Schauen wir mal. Säule. So. Zack. Der Schwertgriff passt ganz ausgezeichnet, aber es passiert nichts. Ja, weil ein Steinchen fehlt. Na toll. Adrian, komm doch mal her. Hilfe. Könnt ihr rummachen? Vielleicht. Die Bibliothek ist schön Valentina. Warm. Valentina. Teppich. Ja. Gemütlich. Der Raum, in dem Mordred auf mich übergegangen ist. Ja. Wissen Sie darüber etwas?
Was für ein Raum war das? Eine Art Ritualraum. Überall Totenschädel. Ein Thron. Hm. In der alten Akademie hat man einen Ritualraum untersucht. Das Doch sämtliche es. Aufzeichnungen gingen bei einem Brand um 1512 verloren. Ach. Und damit das Wissen um ihn. So genau muss man es auch wissen. Also, genau. Nein, ich weiß noch weniger darüber als Sie. Super. Danke. Was ist dieser Black Mirror nun eigentlich? Tja. Wir nehmen an, es ist so ein Spiel, um ein Point-and-Click-Abenteuer, eine Trilogie. Und wohin führt es? Das weiß niemand so genau. Und ich glaube, es ist auch noch eine Serie. Ist gefährlich. Aber stimmt. Sie hat es versucht und ist dem Black Mirror verfallen. Laut Papst Innozenz soll es das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern. Was wir sicher wissen ist, dass es älter ist als alles, was es sonst auf der Erde gibt. Ach je. Ich dachte, es wurde vielleicht von heidnischen Druiden erbaut oder so. Das wäre natürlich möglich. Es ist noch viel, viel älter. Noch die Druiden benutzen es für Zeremonien, das ja, aber sie haben es definitiv nicht erbaut. Mhm. Es steht dort seit Anbeginn der Zeit. Ja, so heißt es. Verdammte Scheiße, und was ist es nun? Das ist die richtige Reaktion darauf. Der Spiegel zieht das Böse an. Oder wie soll ich sagen, saugt es auf. Ach. Alten druidischen Schriften nach gab es immer wieder Menschenopfer. Der Altartisch vor dem Black Mirror Portal soll schon damals von jahrhundertealtem Blut getränkt gewesen sein. Die Seele des Opfers wird in den Spiegel gezogen. Wie barbarisch. Aber nur, wenn sie absolut böse ist. Ah. Die Seele eines guten Menschen findet keinen Eintritt in den Spiegel. Ach so, aber Mordred war wohl böse genug. Mehr scheint so etwas zu sein wie... wie... Das Tor zur Hölle vielleicht? Ah, ja. Und nein. Ach nein? Nicht nur ein Tor... Wirklich auch ein Spiegel. Ach. Ein Blick hinein verrät das Innerste. Er spiegelt die Seele wieder. Für jeden sichtbar. Was wohl der Papst sehen würde, wenn er da reinguckt. Und die ganzen Würdenträger der Welt. Kein Wunder, dass der Zugang bewacht werden muss. Aber die Zeiten haben sich geändert. Oh Gott. Wieso sehen wir uns das Ding nicht einfach mal an? Gute Idee. Rein wissenschaftlich, meine ich. Natürlich. Das Böse kann auch aus dem Spiegel ausbrechen. Oh, oh. Es wirkt hinaus. Sie spüren doch selbst seine Macht. Ja. Wer empfänglich ist, wird zum Bösen verleitet. Ach. Deshalb ist das Leben im Schloss so gefährlich. Es steht genau im Wirkungsbereich. Na, da hat sich aber jemand einen guten Platz ausgesucht. Verändert. Der Funken Bosheit, der immer schon in ihm glomm, wurde zum lodernden Feuer entfacht. Oha. Er hat alles daran gesetzt, die Öffnung des Portals zu erwirken. Gerüchte sagen, dass er den Mechanismus fast gefunden hatte. Hm. Fast. Aber auch nur fast. Irgendjemand hinterlässt mir seltsame Botschaften mit Hüterdecken. Ich bin das. Das war ich. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Die habe ich geschrieben. Ah. Es waren Prüfungen, um herauszufinden, ob sie trotz des Fluches der nächste Hüter werden können. Ach so, alles nur ein Test. Ich habe ja trotzdem nicht verstanden. Also, einfach gelesen, weggeschmissen. Die war aber hat sie geschrieben, dass wir Phil in die Arme laufen Victoria sollten? Lag im Sterben. Sie war die letzte Hüterin. Es musste gehandelt werden. Als wir hörten, dass sie behaupteten, an Gordon und unschuldig zu sein, änderte der Vatikan seinen Plan. Wir mussten sichergehen, dass sie immer noch eine reine Seele haben. Und sie haben die Prüfungen alle bestanden. Ah ja. Aber sie waren doch gar nicht da. Stimmt. Ich war nicht da. Was? Alles klar, Miss Undercover. Ah ja. Ich glaube, wir brauchen noch etwas, damit der Schwertgriff hier funktioniert. Es funktioniert nicht. Meinst du, es liegt an dem fehlenden Edelstein? Ja, ich mach das schon eine ganze Weile her. Fragt sich nur, wo dieser Stein ist. Er kann überall sein, auch seit Jahrhunderten verschollen. Na toll. Das glaube ich nicht. Wenn der Schlüssel schon seit Ewigkeiten kaputt ist, warum hat ihn Victoria dann versteckt? Nein, ich denke, es ist Absicht, dass der Stein fehlt. Eine zusätzliche Sicherung. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich verstehe das Wort Sicherung. Aber wo sollen wir anfangen zu suchen? Hat Victoria dir irgendetwas gegeben, bevor sie starb? Ein Familienerbstück. Schmuck. Ein Siegelring. Weißt du nicht. Aber Angelina. Was? Was? Ihr Armband, sie hat es mir gezeigt. Ja, ich erinnere mich ganz genau. Dort waren auch Rubine dran. Oh. Vielleicht brauchen wir einen davon.
Und wo ist dieses Armband jetzt? Tja, Angelinas Leiche. Im Schrank der Polizei. Dann hol es. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Beruhige dich. Meine Güte, wir gehen ja schon. Vielleicht finden wir eine Rabe. Ja, vielleicht. Sollen wir die Karte nutzen oder nicht? Probier mal nicht zu nutzen. Okay. Vielleicht finden wir eine Rabe. Einen Raben. Probier mal die Karte nicht zu nutzen. Vielleicht finden wir eine Rabe. Ja. Es regnet aber ganz fies. Versuch mal die Karte nicht zu nutzen. Vielleicht ja, finden wir eine Rabe. Ich benutze ja gar nicht. Mach ich ja gar nicht. Versuch die Karte nicht zu nutzen. Vielleicht. Ist ja gut. So, Wormhill wollen wir nicht. Willow Creek wollen wir. Hier ist auch kein Rabe. Ich glaube, die sind alle weg. Ja, die haben wir alle weggeklickt. Das ist ja gemütlich hier. Auch kein Rabe in Sicht. Nee, das sind eh alle weg. Ja. Na gut. Dann auf zur Polizei. So ruhig war es hier noch nie. Ja, das stimmt. Ja, das schöne Wetter. Ja. Lädt jetzt nicht gerade zum Eisessen ein. Oh. Hallo. Es kann nicht 13.41 Uhr sein. Nee. Es ist geschafft. Der Fall ist durch. Ich konnte den Richter mit diesem Brief von Angelina vollständig überzeugen. Eine gute Nachricht. Viel mehr als das. Und? Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Oh, in der Tat. In der Tat. Jetzt, wo der Fall aufgeklärt ist, werden die ganzen Beweisstücke doch nicht mehr gebraucht, oder? Theoretisch nicht mehr, nein. Dann wäre es auch kein Problem, wenn ich das Armband wieder bekäme. Sie wissen schon, ein Familienerbstück. Genau. Ich kümmere mich drum. Naja, wann denn? Zack! Ach, jetzt sofort. Och, das heißt nicht drum kümmern. Zack! Zack! Mach du mal den Schrank auf. Na gut. Yeah. Juhu! Bitte sehr. Dankeschön. Das war ja einfach. Das andere Ding war es mit Barcelona gegen Real Madrid. Ja. Okay. Wie sieht's mit Ihrer Versetzung aus? Die liegt jetzt auf dem Tisch meines Chefs. Yeah. Und wie ich den kenne, lässt er mich noch eine Weile zappeln. Na gut. Aber nicht unser Problem. Wie das? Ja. Wohl an, ja. Interessiert mich nicht. Tschö. Ja, sollen wir jetzt die Abkürzung nehmen? Ja, da gab es keine, keine Tierchen. Genau. Hui. Zack. Schon sind wir dort. Und den Schwertgriff hat immer noch Angelina, ne? Das Armband ist ein altes Familienerbstück. Es ist aus Silber und mit Rubinen verziert. Ja, wir haben doch eine Zange gefunden im Zimmer. Ah, wo er gesagt hat. Die nehmen wir noch nicht, aber später jetzt wollen wir die bestimmt. Die. Genau. Oh. Jede Menge Fotos meiner Familie mit einem Grablicht davor. Und was haben wir da noch? Immer noch eine Zange. Immer noch eine Zange. Ja, die nehme ich mit. Ach. Den Rest brauche ich gerade nicht. Ah ja, okay. Wozu brauchen wir die Kerze jetzt? War ja auch nicht. Keine Ahnung, aber vielleicht können wir sie anzünden. Ui, schon mal. Schon mal präventiv. Für später. Ja, so ein Grablicht brennt ja auch eine Weile, ne? Ach so, ja cool. Nein, bei in die Hose rein. Ja. Das ist eine ganz komische Zange für sowas, eigentlich. Ja. Das ist so eine Schneidenzange, ne? Aber gut. Kneifzange, ja. Okay, ein Rubin reicht. So, den müssen wir jetzt Valentina geben, weil wir haben den Schwertgriff nicht. Ich wüsste nicht, was ich sie gerade fragen könnte. Dann geben wir das. Ja, also er hat ein Grablicht in der Hose. Er hat also tote Hose. Ha! Er könnte aber sagen, meine Kerze brennt für dich. Für die Toten in meiner Hose. Na gut. Das ist etwas traurig, aber gut. Haben wir das jetzt gemacht? Ja, dann musst du zu Angelina wechseln. Zu Valentina. Meine ich ja. Okay. Sie hat das jetzt und setzt das ein. Schwupp. Der Rubin passt exakt in die Fassung. Exakt. Perfekt. Woher wusste er eigentlich, welchen Rubin er nehmen musste?
Ach, sind egal. Sind alle gleich anscheinend. Ja. Aha, und hier ist eine Wendeltreppe. Oh. Ich kann nicht erkennen, wie weit sie nach unten führt. Es dürften aber schon ein paar Stockwerke sein. Wahnsinn. Ladies first. Hast du Angst? Oder übst du deine Rolle als Schlossherr? Natürlich. Der Hüter darf nicht sterben, das waren deine Worte. Ich gehe nur auf Nummer sicher. Mhm. Ah, oh. Ui. Hier ist ja was das los. Soll Katakomben sein? Sieht wie die Kanalisation aus. Ja, beides. Nur Geduld. Das hier ist erst der Anfang. Achso. Ah, ach so. Das schalte ich auch. Das hier ist jetzt, ja. Für Kellergeister? Ich verstehe nicht, was das hier soll. Ja, der Keller ist ja überflutet, ne? Das ist ja seltsam. Was machen piktische Glyphen hier in England an mittelalterlichen Mauern? Tja. Guck sie dir mal an. Das Haus in Verbindung mit der Amphore. Das könnte ein Lager bedeuten. Amphoren waren damals das, was heute Fässer sind. Ah ja. Das müssen wir uns alles mal ansehen. Vielleicht hilft uns das irgendwann. Eine frühe Variante der Fackel und dieses Zeichen habe ich noch nie gesehen. Danke. Der Tod allein ohne weitere Glyphen ist kein gutes Zeichen. Ja, cool. Könnte man meinen. Ein Vogel bedeutet meistens den Tod einer Person. Dazu passend haben wir hier auch einen Kopf. Von wem auch immer. Cool. Der Fisch ist das Symbol für den ersten Tag nach Neumond. Zusammen mit der Hand? Das macht keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Das Haus in einem Kreis. Diese Variation ist mir neu. Könnte auf einen Familienbesitz oder Erbe hindeuten. Das Erbe ist der Tod. Haha. So. Sollen wir schon? Und die Kette. Die Kette kommt aus dem Schacht und verschwindet im Wasser. Kanal. In den ganzen Kanälen steht das Wasser. Vielleicht ist irgendwo ein Abfluss verstopft. Adrian, kannst du mal das Wasser wegmachen? Du bist der Mann hier der Familie. Genau, du kennst dich aus und so. Adrian? Diese Symbole sehen aus wie piktische Glyphen. Eigentlich eine uralte Schriftart, mehr als 6000 Jahre alt. Ich frage mich, was sie an diesen Mauern zu suchen hat. Tja. Vielleicht fand einer meiner Vorfahren die Dinger hübsch. Weißt du, was sie bedeuten? Ja, so ungefähr. Aber frag mich nicht, wie man sie ausspricht. Na gut. So wie es aussieht, befinden wir uns in einer Sackgasse. Das kann doch nicht sein. Irgendwo muss es weitergehen. Vielleicht noch ein Geheimgang? Wäre nicht undenkbar. Halt die Augen offen. Das heißt, wir müssen zu Adrian wechseln. Ja. Ja. Gut. Hier sind überall Hieroglyphen eingraviert. Haben die Druiden diese Gemäuer hier gebaut? Nein. Achso, er guckt sich das jetzt auch nochmal an. Ach, nein. Hier sind ein Haus und ein Krug abgebildet. Ach so, na gut. Okay, da kann man Wein dazu packen. Ja. Eine stabile Kette. Sie hängt ins Wasser hinein. In dem Ambiente hier kann das nur ein Whirlpool sein. Ja, finde ich auch. Das Wasser steht wohl schon eine ganze Weile. Ich nehme an, es sind die Reste vom Löschwasser. Mhm. Zumindest ist es kein normales Abwasser. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das Ganze hier könnte eine Art Zisterne sein. Das Regenwasser, das sich rund um das Schloss ansammelt, wird hier zusammengeführt und vergammelt dann. Nein, okay, alles klar. Es muss irgendwo auch einen Abfluss geben. Genau, im Keller. Ach so. Ja, weißt du, wir waren doch im Keller, ne? Nein. Vor langer, langer, langer Zeit. Das war voller Wasser. Ja, genau, wir wollten da rein, aber es war voller Wasser. Und deswegen müssen wir das jetzt wahrscheinlich irgendwie wegmachen. Keine Ahnung. So. Ah, das war aber sehr dunkel, oder? Ja, nicht? Jetzt haben wir aber ein Grablicht. Wie praktisch. Lea, ich vermute mal, hier hat man früher Wein oder Bier gelagert. Die Zeiten sind aber schon lange vorbei. Also,
Strahler. Ach, den können wir eigentlich gut gebrauchen. Vielleicht. Ein ja, Baustrahler ist überall im Schloss stehen. Nur ohne Strom. Ah. Starkstromkabel. Von der Decke baumelt ein dickes Stromkabel knapp über einer Pfütze mit Wasser. Mm. Greg hatte recht. Ungefährlich ist das hier nicht. Das stimmt wohl. Wir haben hier doch so ein Verlängerungskabel. Ah. Achso. Machen wir schon mal dran. Hier unten gibt es keine Steckdose. Ach was. Hm. Achso, den kann man nehmen. Ich brauche mehr Licht. Mehr Licht? Was? Ja, wollen und wir das ja. Das zu nehmen, oder was? Hm? Um das Kabel zu nehmen. Ich brauche mehr Licht. Ja. Hä? Voll random. Licht. Hier unten gibt es Kabel. Ja, ja, schon klar. Kisten. Na gut. Kisten mit leeren Weinflaschen. Falls es ein Leben nach Mordred für mich geben sollte, werde ich das Schloss gründlich aufräumen und das ganze Zeug wegschmeißen. Genau. Beziehungsweise, ich werde Edward damit beauftragen. Das glaube ich dir auch. Ja, das schon mal eher. Ein Regal. Ein Regal mit Weinflaschen. So viel ich erkennen kann, sind die alle noch voll. Jahrgang 1953. Entweder die sind extrem wertvoll oder schon lange schlecht. Tja, dunkle Ecke. Selbst mit Licht dort ist sie dunkel. Dort liegen nur kaputte Kisten und Fässer. Also, gut. Schutt. Dachte, das ist vielleicht sonst ein Dunkel. Mhm. Keller werden meistens als Endlager für alle Arten von Sperrmüll genutzt. Das stimmt. Selbst in englischen Schlössern ist es nicht anders. Auf den ersten Blick ist nichts Nützliches dabei. Aha. Auf den zweiten Blick auch. Na, dann brauche ich ja auch gar nicht mehr klicken. Ah, großer Hebel. Was ist das denn? Ich schätze mal, das ist der Hauptschalter für den Strom im Aha. Keller. Wer braucht schon Sicherungen, wenn er so einen großen Hebel hat? Mhm. Okay. Okay, Mordred. Schon mal in eine Steckdose gefasst? Da ist mächtig viel Saft drauf. Aber mehr Licht gibt es dadurch auch nicht. Achso. Ich stelle den Strom wieder ab. Na gut. Klick. Hm. Brunnen. Ah, in diesem Brunnen waren wir schon mal. Valentina? Kannst du mich hören? Juhu. Achso. Cool. Hm. Ich brauche mehr Licht. Mehr Licht, ja, ja. Wer ist denn so gestorben? Van Gogh? Licht. Um den Brunnen. Wer hat als letzte Wörter mehr Licht? Keine Ahnung, wo sie ich weiß es sein. Nicht mehr. Hm. Das googeln wir mal bis zum nächsten Mal. Stromanschluss, aha. Ich brauche mehr Licht. Moa. Pumpe. Ja, ja, ich glaube, das hat wenig Sinn, wenn wir jetzt hier im Dunkeln rumtappen. Tralala. Wir kümmern uns erstmal um den Baustrahl. Aber bevor wir das machen, dann speichern wir. Und sehen uns in der nächsten Folge.